Und da sind wir auch schon wieder. Ich könnte jetzt hier jeden Raum durchsuchen, aber irgendwie, ihr seht es ja selber, es sind etliche Räume zu. Ich weiß nicht, ob wir da auch reinkommen. Anscheinend wird uns hier auch der Zugang zu einigen Sachen verwehrt. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, ist was passiert? Nichts. Doch. Aha. Ich mache immer die Tür zu, vorsichtshalber. Schlüssel. Ach du Jemini, diese Schrift. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom Sand-N-Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmöglichste Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Green. Okay, da muss also irgendwas passiert sein. Das kann es sein, dass dieser Typ einfach ein totaler Choleriker war. Also so macht es auf jeden Fall den Anschein. Nun gut. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Also die Frau war Musikerin, da halten wir fest. Das sind die Noten, die wir am Anfang gefunden haben. Von daher, ja. Alles klar. Sieht aus, als ob das verbrannt. Ist die Frau verbrannt? Oder hat sie von diesem komischen Brand, von dem wir gelesen haben, hat sie da irgendwas, ja, diese Verletzungen, ne? So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Sehr gut. Kann man mehr machen, muss man aber nicht. Okay, das ist jetzt nur ein Bücherschrank. Da geht's irgendwie nach oben. Aha, alles klar.
Dann wird das hier auch wieder so ein Bücherschrank. Ja, okay, es ist ein Kleiderschrank. Und da ist zu. Okay, alles klar. Das kann nicht echt sein. Sonst würde dastehen: Um der Gefahr zu entkommen, fang an zu rennen. Oder so, würde ich meinen. Ich glaube, der Mann hat einen psychischen Knacks wegbekommen. Ich vermute, dass seine Frau entweder im Feuer umkam oder... Ja, wie sagt man? Alter! Oder starb die Frau mit dem Kind vielleicht in... Wie sagt man? In dem Feuer? Das ist jetzt... Das ist jetzt halt echt die Frage der Fragen, ne? Sollte der Mann hier in diesem Raum sein? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist alles nur in seiner Vorstellung. Entscheide dich. Hey, war mal. Irgendwie ist das alles total komisch. Da wird man ja selber verrückt. Irgendwie geht das nicht an. Aber es sind halt immer wieder dieselben Bilder, ne? Das ist der Globus. Was war das? Ahnung. Naja, gut, kann man mal machen, oder? Würde ich jetzt sagen. Okay. Ist auf jeden Fall hinter dieser Tür. Aber wir kommen da nicht hin, wir haben keinen Schlüssel. So. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was kann nicht rückgängig gemacht werden? Ein Spiegel. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das sieht doch schon wieder so aus, als ob hier gleich irgendwas passiert. Ist das hier seine
persönliche Hölle? Just bought us a dog. Okay. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also die Frau könnte im Feuer irgendwelche Verletzungen davongetragen haben. Die könnte das Kind verloren haben, der Hund und das Feuer, was wir gerade auf dem Dachboden gesehen haben, zeugt ja davon, dass das Anwesen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deswegen sage ich ja, ist das vielleicht hier seine persönliche Hölle, um die Dinge zu verarbeiten, um damit abzuschließen? Befinden wir uns gerade vielleicht in irgendeiner Therapie? Ja, oder halt auch nicht. Alter. Zeigen uns die Ratten den Weg? Wäre ja nicht schlecht, ne? Ja, davor habe ich mich jetzt nicht erschrocken. Da konnte ich mir schon fast denken, dass jetzt was kommt. Alter, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, okay. Alter, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Das Licht an. Was soll das? Alter, was passiert hier? Ja? Jaha. Herein, wenn es kein Schneider ist. Ist wie in seinem Bett ist das hier. Hallo? Alter. Den Raum kennen wir auch vom ersten Mal. Huch. Oh, das geht aber schwer. So. Und nun drehen wir hier die... Ach du Scheiße.
jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it till blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Was ist mit dem Typen? Warum macht das jemand? Erstmal wieder aufziehen. Kurios, kurios. Wir haben also eine Leinwand, die Haut aus Haut besteht. Wir haben... Wir haben... Blut, was wahrscheinlich als Farbe dient. Sagt mir mein Gefühl, das muss anders klingen. Irgendwie läuft das noch nicht ganz richtig hier. Vor allen Dingen, warum sieht das so aus, wie es aussieht? Es sieht aus, als wären wir in einem Gemälde drinne. Ah. Wir haben gerade an irgendeinem Schalter rumgespielt. Probieren wir es nochmal. Aha. Und es wird alles wieder vernünftig. Okay. Also entweder ist es hier ein... Ah. Gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir das Blutfläschchen. Und dann sind wir hier wieder angekommen. Sehr gut. Und es verändert sich wieder. Er scheint zu speichern. Thank you.
Selbst jetzt verloren. Alleine, du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Was ist denn jetzt schon wieder so laut? Was ist das? Oh, Fotoalbum. Okay. Okay. Da steht nochmal alles das, was der gesagt hat. Das heißt, wir brauchen noch vier andere Sachen. Das klingt relativ machbar. Da hat halt jemand wirklich ein Alkoholproblem, ne? Dann würde ich sagen, beende ich die Folge für hier und jetzt so und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.